ich bin Elli und ich nehme euch heute mit auf unsere vierte Wanderung. Heute machen wir aber einen etwas entspannteren Start, weil wir alle unsere Sachen durchwaschen wollen. Und dann wollen wir uns einmal um ein Auto kümmern, weil dummerweise haben wir das abgestellt und das Licht angelassen. Dementsprechend ist die Batterie leer. Das werden wir dann nachher mal anschieben und hoffen, dass es dann wieder anspringt. Und dann wollen wir mit dem Auto zur Innenquelle fahren, also zum Parkplatz, und müssen dann noch zur Innenquelle wandern. Eigentlich war das als größere Tour geplant. Wir wollen die aber abkürzen aufgrund, dass wir jetzt eben ein bisschen länger brauchen. Deswegen wandern wir nur zur Quelle hoch und wieder runter. Keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind. Ich blende euch das auf jeden Fall mal ein. Ja, und jetzt heißt es mal Sachen fertig machen und wach werden. Jetzt laufen wir zum Auto. Das Wetter sieht noch nicht so geil aus, aber im Endeffekt ist alles gut. Viele, viele, viele Wolken. Auto ist wieder an. Wir haben zum Glück Italiener gefunden, die das Auto überbrückt haben. Anschieben am Berg war leider nicht möglich. Er ist einfach nicht gestartet, aber jetzt läuft er wieder. Das Auto ist geparkt. Ist jetzt ein bisschen länger gefahren, damit die Batterie wieder voll ist. Und jetzt starten wir hier mit dieser schönen Aussicht und gehen hoch zur Endquelle. Wir sollen so um die 8 Kilometer haben und 800 Höhenmeter. Wird spannend. Aber das Wetter ist bisher auf unserer Seite. Und so geht's direkt hoch. Schön steil. Tschüss, Auto. Sieht jetzt aus wie ein Spielzeugauto. Ja, wird doch nett. Wahrscheinlich wieder direkt zu den Kühen. Dass die hier laufen können. Doch schon hoch geschafft. Wenn man so runter guckt, ein Viertel ist geschafft von den Höhenmetern. In 1,3 Kilometern haben wir ein Viertel, also 180 Höhenmeter schon gemacht. Es ist so windig und frisch. Der Wind ist echt frisch. Und wir haben 100% Gegenwind. So, da hinten sind Maultiere. Schaut mal, wie süß. Da müssen wir jetzt noch hoch. Es ist so kalt. Und das ist der Weg. Oh, guck dir die Wolken an.
Guck sie dir an. Wahnsinn. Das ist schon echt in sich. Näher. Es ist nicht mehr weit. Und wir kommen in die Wolken. Nasse, nasse Wolken. Der Wind kommt auch wieder. Witzig, wir finden die Quelle gerade nicht. Das hier könnte sie sein, weil hier ist überhaupt nichts mehr. Nasses? Wir versuchen es jetzt nochmal da hoch, weil der Wanderweg da ja auch weiterführt. Wir finden einfach nichts Quellartiges. Außerdem ist das auf jeder Karte und so weiter so ein menschengemachtes Ding. Also so eine gebaute Quelle. Keine Ahnung. Wir sind bei der Quelle, beziehungsweise auf der Quelle. Ist wohl nicht so, dass man die Quelle sieht, sondern einfach nur ein Schild findet, wo drauf steht, du hast es geschafft. Hier fließt die Donau rein und Po raus. Ist auf jeden Fall sehr nass und wir sind einfach mitten in den Wolken. Um uns herum einfach nur Wolken. Ach so, hier ist die Quelle. Und das ist dann wohl die Quelle. Wie ich sagte, was menschengemacht ist. Hier fließt sie raus. Aber sie blubbert ja gar nicht ab. Hier fließt das Wasser in die Nordsee, ins Mittelmeer und ins Schwarze Meer. So, es ist kalt, nass und teilweise echt windig. Wir gehen gleich zurück. So, und für diejenigen, die sich jetzt fragen, so, hä? Wenn da die Donau, der Po und der Rhein rauskommt, fließen doch wo ganz anders. Da geht's um diese Zubringer. Die Inn ist der Zubringer zur Donau. Und die anderen fließen dann zur Richtung Rhein und Po. Und dementsprechend in die verschiedenen Meere. Total spannend, oder? Aber wir haben uns die Inn vorgeknöpft. Das heißt, wir fließen Richtung Donau und dementsprechend Richtung Schwarzes Meer. Morgen werden wir dann schon die erste Etappe vom Innradweg machen. Deswegen haben wir heute die Quelle besucht, damit wir im Endeffekt jetzt an der Inn entlang los können. Und hier fließt sie schon richtig schnell. Darunter müssen wir in die Wolken. Aber leider bleibt auch die Drohne scheinbar heute im Rucksack. Mir das leichter vorgestellt, als es ist. Aber jetzt ist es hier regnerisch, windig und irgendwie unberechenbar. Jetzt gerade ist es windstill und gleich kommt wieder so eine starke Böe. Schon anders hier oben in den Bergen. Musik.
sie wieder. Und alle direkt beim Weg. Als wenn sie es wissen. Aber so nah war ich Kühn noch nie. So steil ist das. Aber die Sonne ist rausgekommen. Man muss echt aufpassen, dass man hier nicht einen Fehltritt macht. Dann war es das. Aber man kann sich gar nicht langsam mehr bewegen. War das. Und echt Glück gehabt mit dem Wetter. Jetzt geht's einfach nur zurück zum Zelt. Duschen, essen, schlafen. Heute gibt es Nudeln mit Chili con Carne. Ich verfeinere mir das noch mit Parmesan. Und da es sehr windig und kalt ist, verkrümeln wir uns jetzt ins Zelt und dann geht's ins Bett. Ich werde vielleicht noch ein bisschen lesen dann. Mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was in die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Reise und gute Nacht.